So, also es geht weiter. Das ist die große Herausforderung, wie ich feststelle, am Hybriden, dass es Menschen gibt, die hier zusammengeholt werden müssen nach der Pause und gleichzeitig für sie an dem Bildschirm auch pünktlich anzufangen. Beides zusammen, das ist eine neue Erfahrung. So, ja, große Transformationsprozesse und die damit verbundenen gleichstellungspolitischen Herausforderungen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir reden gerade darüber, als wenn das was Neues ist, aber das beschäftigt uns ja nicht erst seit der Corona-Krise oder seit der Corona-Pandemie. Aber natürlich, wie viele es sagen, die Erfahrungen der letzten 19 Monate haben zu einer Zuspitzung geführt. Ganz oft wird der Begriff des Katalysators oder des Brennglases benutzt. Auf jeden Fall haben wir erlebt, wie die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche zusammenspielen und dabei eben immer wieder an jeder Stelle gleichstellungspolitische Fragen auftauchen. Wie Frauen, wie Familien die Krise erlebt haben, unterstreicht viele der bestehenden Erkenntnisse und lässt ja auch die schmerzhaften Lücken in der Gleichstellungspolitik, wie wir gerade gesehen haben, noch stärker hervortreten. Es ist nicht so, dass wir nicht genug Daten und Fakten zu dem Thema hätten. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf den Wissenschaftstalk an dieser Stelle, nämlich zu Daten und Fakten, die im Zuge der Corona-Krise, aber eben nicht nur zur Corona-Krise entwickelt und erhoben werden konnten. Und ich freue mich sehr auf eine der Gastgeberinnen des heutigen Tages, Professor Dr. Bettina Kohlrausch. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin des WSI in der Hans-Böckler-Stiftung. Hallo, Bettina. Hallo. Und ich freue mich sehr auf Professor Dr. Aysel-Joluttok. Sie ist Leiterin der Kommission für den dritten Gleichstellungsbericht zum Thema Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten und hauptberuflich sozusagen Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Sozial- und Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Hallo. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie beide hier sind. Ja, die Corona-Pandemie, wir haben es gerade in dem vorherigen Gespräch auch schon gehört, hat das Geschlechterverhältnis, manche sagen, um Jahrzehnte zurückgeworfen. Inzwischen haben wir 1,5 Jahre Pandemie mit sehr unterschiedlichen Phasen der Lockerung und Verschärfung hinter uns. Bettina, was hat sich denn aus Sicht der Forschung die Krise auf die Geschlechterungleichheit ausgewirkt? Welche Faktoren habt ihr in eurer Forschung daran gezogen? Was gibt es für neue Erkenntnisse aus der Hans-Böckler-Stiftung? Da könnte ich jetzt sehr viel zu sagen, wenn ich mal versuche, die zentralen Befunde herauszuarbeiten, dann haben wir immer so einen Zugang gewählt zu sagen, es gibt also auch in Englisch verschiedene Gaps, ein Time-Gap, ein Pay-Gap und ein Care-Gap, also einfach Unterschiede schon vor der Pandemie natürlich zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Verteilung von Erwerbsarbeit, unbezahlter Arbeit und Sorgearbeit. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das sich eben auch bedingt, ja, dass es für Frauen, weil sie eine größere Verantwortung für die Sorgearbeit haben, sie in der Regel dann weniger arbeiten, aber auch weil sie vielleicht weniger arbeiten, sie dann, wenn Paare sich zusammensetzen oder auch weil sie weniger verdienen, weil wenn sie arbeiten, sie häufig eben auch noch, das ist dann das Pay Gap, in Bereichen arbeiten, in denen sie schlechter bezahlt werden. Und wenn Paare sich dann zusammensetzen, dann und überlegen, wer bleibt denn von uns zu Hause, wer nimmt die Elternzeit, dann ist es häufig auch eine vermeintlich rationale Entscheidung zu sagen, naja, das ist eben die Person, die weniger verdient, das ist die Frau. Das heißt, wir haben hier eine Verzahnung unterschiedlicher Benachteiligungsmuster, die sich aber auch immer wieder verschärfen. Und das war auch so ein bisschen die Analyseperspektive, die wir genommen haben, um zu gucken, was passiert jetzt in der Pandemie. Und da sieht man eben schon, dass letztlich in allen Bereichen es auch zu einer Verschärfung gekommen ist. Also Frauen haben vor der Pandemie und während der Pandemie einen Großteil der Sorgearbeit übernommen, aber wir hatten natürlich in der Pandemie einfach mehr Sorgearbeit zu erledigen, weil die Schulen zu waren, weil die Kindergärten zu waren und auch, das vergisst man oft, natürlich auch Tagespflegeeinrichtungen, also auch die Pflege von älteren Menschen. Und was den Pay Gap angeht, muss man mal gucken, wie sich das weiter auswirkt. Das kann man richtig gut
in den Daten immer erst mit einer gewissen Verzögerung sehen, aber es gibt natürlich Hinweise. Wir haben gesehen, Frauen haben seltener eine Aufstockung der Kurzarbeit zum Beispiel. Wir haben gesehen, die Minijobs gehen zurück. Das sind klassische Frauenarbeitsplätze. Und wir haben gesehen, die Arbeitszeit der Frauen geht zurück, und zwar auch nach den Lockdowns nicht wieder auf das Niveau, das wir vor der Krise hatten, zumindest bis jetzt. Und das sind alles Hinweise darauf, dass man sagen kann, wir können davon ausgehen, dass sich wahrscheinlich auch der Pay Gap verschärfen wird. Mhm. Und der Time Gap, habe ich schon gesagt, Frauen arbeiten weniger, was die Erwerbsarbeit angeht. Also wir sehen insgesamt, dass diese Verzahnung von Ungleichheitsmechanismen sich offensichtlich auch verschärft oder diese Verzahnung auch dazu führt, dass sich generell die Situation von Frauen im Zuge der Pandemie vermutlich verschlechtern wird. Okay, es ist nicht mal alles sozusagen beim Alten geblieben, sondern es hat sich tatsächlich eine Verschlechterung auch ergeben. Ja, also die Strukturen, die wir schon vorher hatten, wirken unter den Bedingungen der Pandemie verschärfend. So würde ich das sehen. Meine ganz andere, wir reden die ganze Zeit über Gleichstellung. Worüber reden wir da eigentlich? An die Leiterin der Kommission des Gleichstellungsberichtes Dritten gefragt. Wovon sprechen Sie, wenn Sie im Gleichstellungsbericht von Gleichstellung sprechen? In der Sachverständigenkommission für den dritten Gleichstellungsbericht entschieden, das genauso zu machen oder so zu verstehen, wie es die ersten beiden Gleichstellungsberichte verstanden haben, sondern es geht um Verwirklichungschancen. Also dieser Ansatz der Verwirklichungschancen hat die Idee, dass Ungleichheiten, geschlechtsbezogene Ungleichheiten, trotz gleicher Startbedingungen minimiert werden müssen. Und das ist bei der Digitalisierung tatsächlich auch nochmal unser Thema natürlich viel spannender oder viel wichtiger, dass man genau diesen Ansatz auch so versteht. Denn es geht nicht nur um dieselben Startbedingungen, das heißt um dieselbe Ausstattung mit digitalen Technologien, also Zugang zur Technologie, sondern was passiert, wenn wir alle die, das ist natürlich wichtig, aber was passiert, wenn wir alle die gleichen Ausstattungen haben, dieselben, keine ungleichen Kompetenzverteilungen etc. mit der Nutzung. Und das heißt, wir müssen noch mal ein Stück weiter gehen, und das können wir unter Gleichstellung eben auch so machen, wenn wir die Verwirklichungschancen als Ansatz nehmen. Das hast du jetzt ja eben sehr schön dargelegt, dass man das in der Pandemie auch toll gesehen hat, also toll bitter erfahren hat, dass wir auf einmal alle zu Hause, nicht alle, aber einige zu Hause saßen und die technologischen Zugänge in irgendeiner Form geschaffen worden sind. Aber die Frage der Nutzung insofern sich so gestaltet hat, dass man die Ungleichheiten gesehen hat. Die Sorgearbeit ist für natürlich in Paarhaushalten für beide gestiegen. Aber da die Ausgangssituation für Frauen schon bereits ungleich war, ist natürlich der Anteil für Frauen insbesondere ganz hochgegangen. Das heißt also, und das muss man sich ja dann immer wieder nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also Frauen haben zum Teil auch nicht immer, da kommen wir nachher nochmal drauf, die gleichen Ausgangsbedingungen, aber haben einfach gar keine Chance sozusagen, die gleiche Verwirklichung von dort aus zu realisieren, von dem, was sie realisieren wollen. Also ich meine, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, dass es darum im Kern geht, Bettina, das ist auch in dem, was ihr an Forschungsdaten auch mal, das wird auch da deutlich, ne? Ja. Ja, also man muss sehen, dass natürlich, also nehmen wir mal das Kurzarbeitergeld. Da kriegen natürlich Männer, ist dasselbe Instrument. Es gibt ja keine besondere Regelung für Frauen, die nochmal spezifisch benachteiligt. Nur es wirkt anders, weil die Strukturen vorher schon benachteiligend waren. Frauen verdienen in der Regel schon mal weniger, weil sie häufiger in Teilzeit sind. Sie sind in schlechteren Steuerklassen, weil wir das Ehegattensplitting haben. Und sie sind seltener in zum Beispiel tariflich geschützten Arbeitsverhältnissen, und sie sind häufiger in Arbeitsverhältnissen, gar keinen Anspruch gibt auf das Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeiterinnengeld eigentlich ist natürlich einerseits wirklich ein sehr gutes Instrument gewesen, um Menschen in der Pandemie zu schützen, aber es hat Männer wegen der Strukturen, die wir vorher schon hatten, einfach besser geschützt als Frauen. Und das kann man für ganz viele Bereiche durchdeklinieren. Der entscheidende Punkt ist, die Strukturen gab es eben schon vorher. Und ich finde auch, und in der Pandemie werden sie nochmal besonders wirksam. Und ganz besonders deutlich wurde es meines Erachtens auch bei der Frage der Sorgearbeit, weil also je länger ich auf den Ausbau der Kinderbetreuung vor dem Hintergrund dieser Pandemie gucke, desto mehr habe ich das Gefühl,
irgendwie der Staat hat im Zuge der Kinderbetreuung den Frauen irgendwie ein Stück der Sorgearbeit abgenommen. Die Männer hatten in diesem Arrangement überhaupt keine Rolle offensichtlich. Und dann fällt der Staat aus wegen der Pandemie und dann machen es halt wieder die Frauen. Ne? Und da sieht man einfach schon, welche Strukturen wir vorher hatten, welche Ungleichheitsstrukturen, die wirken dann eben noch mal stärker verschärfend, weshalb ich schon auch glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass sich die Situation für Frauen tatsächlich auch verschlechtert. Aber lass uns dann, ich würde da gerne noch mal nachhaken. Also viele Väter haben ja zum Beispiel durch Arbeitszeitreduktion aufgrund von Kurzarbeit, durch mehr Arbeitsflexibilität, Arbeitszeitflexibilität, mehr Zeit mit der Familie verbracht, ich sage es jetzt mal so, gibt es nicht auch neue Möglichkeiten? Also sind daraus Möglichkeiten für eine gleichberechtigtere Partnerschaft entstanden? Wo können wir da ansetzen, um das Gute zu stärken? Ja, also das ist mir auch wichtig, dass wir da einen differenzierten Blick haben. Da sitzt Yvonne Blott, die das auch differenzierter analysiert hat und mit den Daten festgestellt hat, tatsächlich, es gibt, also bei den allermeisten Paaren bleibt es wie vorher, was in der Regel bedeutet, die Frauen machen mehr. Und dann hat es aber auch Verschiebungen gegeben in der Pandemie. Es zeigt sich allerdings vermutlich nicht so wahnsinnig nachhaltig, aber immerhin, es hat in der Pandemie Situationen gegeben, in denen tatsächlich Männer mehr gemacht haben und diese traditionelle Arbeitsverhältnis auch aufgebrochen ist. Und es hat, also ich würde das wirklich nicht so bewerten, wie es manche während der Pandemie gemacht haben, das war jetzt irgendwie der große Gamechanger. Aber wir können lernen, welche Strukturen haben denn geholfen, dass das so ist. Das ist tatsächlich das Homeoffice gewesen und wenn die Männer in Kurzarbeit waren. Und das bedeutet, also es zeigt auch nochmal, dass die Frage von Vereinbarkeit und gleich, also fairen Arrangements auch in Paarbeziehungen eben sozusagen das institutionelle Setting, jetzt mal sehr soziologisch ausgesprochen, im Betrieb mitdenken müssen. Es geht nicht einfach nur darum, dass irgendjemand auch noch hilft, Kinder zu betreuen, sondern wir brauchen in den Betrieben Arrangements, die das ermöglichen und kürzere Arbeitszeiten und auch größere Flexibilität in Bezug auf den Arbeitsort scheinen dazu beizutragen. Und ich durfte, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, Yvonne, heute im Zug einen noch nicht veröffentlichten Artikel lesen. Da fand ich total spannend, dass da auch offensichtlich positiv war, Betriebe, die Regeln haben für Homeoffice. Und das bedeutet ja auch, dass das vielleicht Betriebe sind, die auch in ihrem Selbstverständnis ein bisschen moderner aufgestellt sind. Ja? Dass das vielleicht auch ein Indikator ist für noch mehr sozusagen, was diese Betriebe ermöglichen wollen. Ja. Deshalb finde ich es ganz wichtig, mitzudenken, wie müssen wir eigentlich sozusagen die betriebliche Arbeit strukturieren und organisieren, das ist dann auch rückspiegelt auf zu Hause, dass da mehr Möglichkeiten auch für Männer sind, ihren Anteil zu unternehmen. Unterstellen wir mal, sie wollen das eigentlich, das sagen ja zumindest sehr viele Studien. Also wenn ich das richtig verstehe, sozusagen den Betrieb auch stärker noch als System zu sehen, um sozusagen über die Einzelnen hinaus geguckt wird, wie können wir eigentlich Gleichberechtigung im Betrieb insgesamt fördern und dass sozusagen nicht jede und jeder das alleine tragen muss. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir nachher noch im Panel direkt nach der Mittagspause diskutieren. Das Thema, wo ja alle, glaube ich, sich einig sind, dass wir wahnsinnig vorangekommen sind in der Pandemie, ist das Thema Digitalisierung. Und es herrscht ja, glaube ich, schon manchmal so ein bisschen die Meinung, ja, wenn wir alle digital arbeiten, dann wird das auch automatisch gleichberechtigter. Ne? Also wir haben eben schon gehört, wie ist das denn sozusagen jetzt mal unabhängig auch von Corona? Ist das Thema Digitalisierung, wie viele Potenziale zur Gleichstellung liegen eigentlich darin und wo muss man eigentlich hingucken? Potenziale hat es auf jeden Fall. Nur wenn tatsächlich die strukturellen Ungleichheiten, bestehende Diskriminierungsgefahren abgebaut werden. Was wir vor allem eben auch im Gutachten deutlich machen, ist, dass wenn man Digitalisierung quasi eher technikzentriert oder marktorientiert betrachtet, als Gesellschaft ein Kompass fährt im Zuge der Digitalisierung, die eben nicht soziotechnisch ist, sondern sich sehr stark über Marktphänomene oder über Technik, die kann alles, ne? Wenn man so einen normativen Kompass fährt, dann ist das eine große Gefahr für die Gleichstellung. Und ich würde auch so weit gehen, um zu sagen, dann
erst wird es richtig zu einer Retraditionalisierung kommen. Denn die Errungenschaften der Gleichstellung, die seit 30 Jahren in diesem Land oder auch länger hart erkämpft worden sind, die werden tatsächlich ziemlich nach hinten katapultiert. Denn die soziotechnische Vorstellung ist, dass man Digitalisierung als kontextbezogene Prozess oder Transformation betrachtet. Da stecken Menschen dahinter. Menschen machen die Technologie, Menschen nutzen die Technologie, sie verhandeln mit dieser Technologie und entsprechend ist immer die Fragestellung da, was heißt das im Kontext unserer Gesellschaft? Können Sie mal ein Beispiel nennen, so dass das noch ein bisschen plastischer wird? Genau, also im Gutachten fangen wir mit dem ersten Kapitel an, da geht es um die Technikentwicklung. Also das ist ja, wo wir erstmal reinschauen und gucken, wie wird eigentlich Technik entwickelt. Und Technologisierung, Automatisierung ist ja in Deutschland jetzt erstmal nichts Neues. Aber das Neue an der Digitalisierung ist A, dass wir algorithmische Systeme einsetzen, verstärkt, und B, dass es datengetrieben ist. Und hier stecken eben zwei Stellschrauben drin, bei dem tatsächlich bestimmte Stereotype, Annahmen reproduziert werden. So reproduziert, dass sie dann am Ende, wenn die Technologie entstanden ist, nicht mehr einsichtbar ist. Was ist denn jetzt daran eben diskriminierend eventuell? Und das ist eben ein Beispiel, ist, was wahrscheinlich sicherlich jeder mitbekommen hat, zum Beispiel, wenn Arbeitsagenturen in Österreich eben mit Daten arbeiten, mit historischen Daten arbeiten, im Endeffekt arbeitslose Frauen diskriminieren. Oder eben wenn mit Personaleinstellungstools in Unternehmen gearbeitet wird, bei dem auch ihre Scores berechnet werden, welcher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder Bewerberin könnte hier erfolgreicher sein? Wenn Sie da mit historischen Daten arbeiten, dann werden letztendlich Ungleichheiten, die es in diesem Personaleinstellungsbereich, ja, wir wissen das alle, die gibt's. Dafür gibt's aber auch gute, fundierte Regeln, die dann aber ausgehöhlt werden können, wenn Sie auf einmal mit Technologien arbeiten. Du hast genickt. Ist das auch eine Perspektive, die ihr im Rahmen eurer Forschung auch immer wieder sozusagen oder auf die ihr Wert legt? Ja, genau. Also ich finde das gerade bei der Digitalisierung so spannend, dass die Idee, jetzt haben wir eine neue Technik, jetzt haben sozusagen alles irgendwie weißes Papier und wir machen neu, stimmt natürlich nicht, ja, sondern wenn man nicht. Und das ist ja bei der Pandemie genau dasselbe oder bei den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Wenn man nicht in die Strukturen sozusagen mitdenkt und einpflanzt, dass wir Strukturen, die schon da waren, verändern wollen, dann setzen sich die Strukturen, die wir haben, einfach fort. Also dann setzt die Digitalisierung eine schlechte Behandlung oder einen diskriminierenden Blick auf Frauen fort. Und wenn wir einfach nur Geld ins System schütten, was ja durchaus sinnvoll sein kann, um zu kompensieren, die Nachteile zu kompensieren, die Menschen hatten durch die Krise, dann wird sich das aber nicht automatisch fair verteilen, sondern das fließt in Kanäle sozusagen, in denen ganz breiter zu den Männern führt und schmaler zu den Frauen. Und es bedeutet, wir müssen, um in diesem Bild, was vielleicht nicht so ganz sauber ist, zu bleiben, den Kanal breiter machen. Ja, wir müssen auch über Strukturen nachdenken. Und ich finde, die Digitalisierung ist ein wirklich gutes Beispiel, weil wir so viele Hoffnungen damit verbunden haben. Und wir haben ja so viele Transformationsprozesse, die jetzt vor der Tür stehen. Und wenn wir nicht in die Vergangenheit gehen und verstehen, was eigentlich passiert ist, dann werden wir auch die Zukunft nicht verändern. Also wir müssen verstehen, welche Strukturen da wirken und wie wir die ändern. Und das hat uns die Pandemie, finde ich, auch so gut gezeigt, weil gab ja auch ganz viel irgendwie die Diskussion, ist das eine Retraditionalisierung oder sind das einfach die Strukturen, die schon immer da waren? Aber möglicherweise können die Strukturen, die auch immer da waren, wenn es wie auch immer zu einer Verschärfung von Verteilungskonflikten kommt, und die Pandemie ist ja letztlich auch ein Verteilungskonflikt oder hat welche nach oben gespült, dann glaube ich, kann diese Strukturen eben auch dazu führen, dass es für Frauen schlechter wird statt besser. Bettina, vielleicht noch eine Nachfrage. Wir haben ja schon über viele Gaps jetzt gesprochen. Ne? Time Gap, Care Gap, Pay Gap, Digital Gap, Health Gap. Was würdest du denn jetzt auch auf Basis der Daten und Fakten, die ihr auch kontinuierlich sammelt und bereitstellt und aufarbeitet, würdest du,
Kannst du sagen, ob ein Gap ganz besonders stark ins Gewicht fällt oder ist es wirklich immer dieses Zusammenspiel aller Strukturen, die da zusammenwirken? Also grundsätzlich würde ich sagen, und das war ja auch eigentlich immer ein Kern auch feministischer Sichtweisen auf kapitalistische Strukturen. Der entscheidende Punkt ist eben, dass es zusammenspielt. Aber wir hatten natürlich jetzt in der Pandemie doch besonders stark und frappierend diesen Care Gap, weil einfach die Sorgearbeit plötzlich so einen Riesenhaufen von Arbeit ausgemacht hat. Und ich muss sagen, dass ich nach wie vor manchmal fassungslos bin. Also um es auch mal zu illustrieren, also ich hatte, mein Sohn war ein halbes Jahr zu Hause. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr Homeschooling gemacht. Und ich will nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn man irgendwie den Facharbeitern von der IG Metall gesagt hätte, so Leute, ist Pandemie, ihr müsst jetzt leider 4 Stunden mehr am Tag arbeiten, weil faktisch ist es das. Ja? Die Kinder müssen ja betreut werden. Und dann wäre zu Recht wirklich was los gewesen im Land. Und dass man das einfach nach wie vor offensichtlich nicht wirklich als Arbeit wahrnimmt, Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit, ist mir doch in dieser Zeit sehr, sehr deutlich geworden, auch von dem Hintergrund dieser persönlichen Erfahrung. Und insofern sticht das natürlich hier in der Pandemie schon sehr stark hervor, diese wirklich mangelnde Wertschätzung unbezahlter Arbeit und Sorgearbeit, was sich ja auch in einer schlechten Bezahlung und wenig Anerkennung von bezahlter Sorgearbeit fortsetzt sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, dann, wo wir es ja auch erlebt haben. Vielleicht mal andersrum dann gefragt, auch an Sie beide. Gibt es denn Faktoren, von denen wir sagen können, dass sie generell die Gleichheit zwischen den Geschlechtern eher positiv begünstigen? Also jetzt dieses, was wir uns alle erhoffen, dieses große Modernisierungspotenzial mit sich bringen. Kann man das aufgrund Ihrer Erkenntnisse sagen oder auch aufgrund eurer Erkenntnisse? Ja, ich finde, das hat im Gespräch eigentlich, was Bettina gesagt hat, eigentlich recht deutlich gemacht. Es ist tatsächlich ein großes Problem, ist die Vereinbarkeitsfrage und die Verteilung von der Sorgearbeit, die ansteht. Das Positive an der Pandemie kann man vielleicht sagen, wir haben auch gesehen, wie wichtig nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität der Betreuungsinfrastruktur ist. Wir werden auch hoffentlich eine Post-Corona-Phase haben. Und dann ist natürlich die große Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt und schaffen wir das, was wir durchaus sagen könnten, dass vorher eben auch qualitativ große Lücken auch bestanden haben oder bestehen in der Betreuungsinfrastruktur. Ob wir das schaffen, tatsächlich genau diese große Aufgabe auch anzugehen. Dann ist zum Beispiel ein Punkt zumindest für eine bessere Vereinbarkeit wird angegangen. Das zweite ist natürlich, wie man in Paarhaushalten die Vereinbarkeitsfrage lösen kann, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen es herrscht. Und auch das wurde genannt. Ich als Ökonomin würde sagen, wenn Sie bei Paarhaushalten davon ausgehen, dass das Paar eine Nutzenfunktion hat, dann wird natürlich dabei rauskommen, dass die Frau zu Hause bleibt und nach den Kindern schaut. Aber wenn Sie von zwei unterschiedlichen Nutzenfunktionen ausgehen, dann sehen Sie, dass im Lebensverlauf die Person, die die Sorgearbeit übernimmt, von Altersarmut betroffen sein wird, weil sie weder keine gute Arbeit, also eher in Teilzeit arbeitet oder Minijob oder eben Erwerbsunterbrechungen hat. Deswegen, also zurück zu Ihrer Frage, es ist letztendlich die große Frage der Vereinbarkeit und um das auch Infrastrukturverteilung, also innerhalb der Paarhaushalte, um da eine Verhandlungsmacht auch auf Seiten der typischerweise Frau hinzubekommen, hat das was mit dem Einkommen zu tun. Das heißt, wenn das Einkommen gering ist, der Frau, und der Mann entsprechend eben höheres Einkommen hat, dann ist es ja rational zu sagen, dann schaue ich eben nach den Kindern für 3 Jahre oder für länger. Und das hat natürlich was mit den Verdienststrukturen, mit den Gehaltsstrukturen zu tun, das hat was mit Führungspositionen zu tun, das hat was mit dem segregierten Arbeitsmarkt nach Branchen zu tun. Das heißt, es ist eben dann öffnet sich auf einmal eine große Welt der Aufgaben, die noch unbedingt gemacht werden müssen. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Das war ja auch ein Plädoyer sozusagen für eine langfristige
eher volkswirtschaftlichen Blick sozusagen. Ne? Also die Frage, was bedeuten eigentlich Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, langfristig auch für die Gesellschaft? Und ich meine, da können wir dann ja schon feststellen, dass das extreme Lücken reißt, also sowohl finanziell als auch sozusagen, was gleichstellungspolitische Fragen angeht, was Fachkräftefragen angeht. Also das sind ja alles volkswirtschaftliche Fragen. Wie, Bettina, wie siehst du denn die Chance, was braucht sozusagen auch noch an Forschung, um sozusagen das noch deutlicher zu machen, worauf es jetzt ankommt? Oder spürst du gerade, dass der Wille besteht, da auch progressivere Politik zu gestalten? Nee, ehrlich gesagt erstaunlich wenig. Ich hätte ja gedacht, dass nach dieser Pandemie das irgendwie ein zentrales Thema im Wahlkampf ist, war es nicht. Haben wir heute Vormittag schon besprochen. Und in der Tat, ich glaube, man muss wirklich viel systemischer irgendwie da drauf gucken, also aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive oder zumindest die Betriebsebene also mitdenken. Was ich auch in unseren Daten interessant fand, wir haben die Eltern auch gefragt, welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung haben sie genutzt in der Pandemie. Und da haben ganz wenige die Kinderkrankentage angegeben, obwohl die dann ja ausgeweitet worden sind. Das liegt daran, also ich meine, ich habe es ja auch nicht gemacht, also weil nicht mal die 20 Tage oder was da gegeben hätte, weil natürlich die Art, wie Arbeit organisiert ist, das faktisch überhaupt nicht ermöglicht. Ja, also man kann nicht einfach sagen, ich falle jetzt mal 3 Wochen aus oder so. Und da denke ich, dass wir natürlich tatsächlich auch Arbeit so organisieren und planen, als würden die Menschen die Arbeitszeit, also 38 oder 40 Stunden, jederzeit durchgängig voll zur Verfügung stehen. Und wenn irgendwas passiert, dann gibt es einfach ein totales Problem auch in der Arbeitsorganisation. Eigentlich wäre ja eine vernünftige Arbeitsplanung zu sagen, ich plane mit 80%, weil einer ist ja immer krank oder hat ein krankes Kind oder muss sich um jemanden kümmern, Pflege übernehmen. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dass wir auch vielleicht nochmal über Instrumente nochmal mehr auf dieser Ebene wirklich forschen müssen, was wären denn da Möglichkeiten, ganz zu schweigen von jetzt, wenn wir über Transformation und Digitalisierung reden, dass Leute vielleicht auch wirklich nochmal ihre Arbeitszeit reduzieren müssen stärker, um sich zu qualifizieren und so weiter. Also diese Idee, dass eigentlich doch alle dann immer da sind, also immer leistungsfähig sind zu 100%, ist ja eigentlich total unrealistisch. Und Da glaube ich, müssen wir wirklich auch noch mal stärker an die Arbeitsorganisation dran und da noch mal, also vielleicht gute Modelle erforschen und noch mal neue Modelle entwickeln und das dann irgendwann auch übersetzen wirklich in, ja, in betriebliche Praxis. Ja, und was ich gedacht habe, auch immer wieder diese Daten und Fakten, ja, auch wirklich prominent zu kommunizieren. Also ich meine, im Gleichstellungsbericht haben Sie auch eine Studie von der Initiative D21 zur Rate gezogen. Und da steht dann, dass Frauen in Bürojobs selten ein digitales Gerät oder eine entsprechende Ausstattung bekommen. Also ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? 70% der Männer bekommen das, nur 60% der Frauen. Also ich meine, das ist jetzt nicht ein Gefühl, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie was, das sind klare Fakten und Daten und die Frage ist ja, wie die sozusagen auch noch viel stärker genutzt werden können, um immer auf diese Lücken aufmerksam zu machen. Oder vielleicht auch an Sie beide nochmal, oder haben Sie das Gefühl, eigentlich tun wir das schon die ganze Zeit, es kommt aber nicht an. Also ist das jetzt sozusagen ein Problem der Daten und Fakten oder ist das ein Kommunikationsgap? Vielleicht gehe ich erstmal direkt darauf ein, weil Sie ja auch das Gutachten zitiert haben. Das ist interessant, weil die DE21-Studie das ja dann auch für die Corona-Zeit nochmal sich angeschaut hat und man die Vermutung, die Gefühlte, jeder hat jetzt eine Technologie, also ein Laptop und Headset zu Hause, das hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Ja, da gibt es eben Zugangsprobleme, ne? Also strukturelle Ungleichheiten, Zugangsprobleme. Dann müsste man fragen, mit was hat das genauer zu tun? Sind das quasi die Führungsetagen, die davon eher profitieren können? Oder sind das die Branchen, die Frauen eher stärker beschäftigt sind, dass das da eben kein Thema ist? Müsste man sich genauer anschauen. Es gibt aber eine interessante Studie oder ein Projekt vom EAF, die eben zeigen, dass vermeintlich eher nicht ortszeitflexibel Beschäftigungsverhältnisse durchaus auch ortszeitflexibel organisiert werden können, beispielsweise in der Produktion bei VW, was völlig erstmal unklar wird, aber dann natürlich
wenn man sich das anschaut, wenn man irgendwie Personalbögen erstellt oder Wochenpläne macht, dass man da durchaus auch das Ortsteil flexibel machen kann, auch in personenbezogenen Dienstleistungsberufen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, was auch sehr interessant ist. Es geht zwar ein bisschen über Ihre Frage hinaus, aber dieser Punkt ist ganz wichtig. Man spricht auch immer davon, das kommt auch in der D21-Studie raus, okay, da fehlen die Kompetenzen. Und ich muss sagen, ich bin da immer auch ein bisschen verärgert bei einer Aussage, die Kompetenzen fehlen. Wir brauchen mehr Förderprogramme, ja. Aber auch, wir sehen auch, wenn die Kompetenzen da sind, ist das nicht die einzige Lösung. Es gibt eben viele andere strukturelle, sichtbare, unsichtbare Barrieren. Und da will ich gerne eine Studie auch von Sabine Pfeiffer zitieren, die ist Ende letzten Jahres herausgekommen, bei dem sie sich Büroangestellte oder Sekretärinnenberufe angeschaut hat. Und da kam raus, ganz interessant, diese Anpassungsfähigkeit bei den Sekretariatsberufen ist enorm hoch. Denn diese Technologie, die Einführung von Technologie in Arbeitsprozessen gibt es ja schon länger. Wenn ich jetzt an meine Hochschule denke, an unsere Sekretärin, sie hat früher ihre Scheine mit der Hand ausgefüllt und jetzt gibt es irgendwelche tolle Software, die das automatisch macht. Und diese Anpassungsfähigkeit haben sie. Sie bleiben ein paar Stunden manchmal länger im Büro und gucken, wie sie das hinkriegen. Vielleicht kriegen sie eine Fortbildung. Und was jetzt spannend wird, das wirkt sich aber nicht auf das Einkommen aus. Das heißt, diese digitalisierungsbezogenen Kompetenzen sind da, selbstverständlich, aber sie sind nicht sichtbar. Was würden sich denn dafür, ich weiß, Frau Newe würde gerne, oder? Sie hatten sich gemeldet zu der Frage. Wir hatten das eigentlich hier jetzt nicht vorgesehen. Achso, okay. Ganz kurz. Und dann, Bettina, darfst du die politischen Forderungen, die sich aus der Forschung ergeben, darstellen. Ganz kurz, Frau Newe. Genau, die würde sich auch direkt an Bettina Kohlrausch richten. Also es gab ja immer Studien, die das WSI oder die Böckler-Stiftung auch nach der Finanz- und Bankenkrise aufgestellt hat. Welche Sektoren, welche Branchen und damit auch, wo sind Männer, Frauen, wie unterschiedlich durch die Krise gekommen und im Nachhinein auch sozial abgehängt gewesen. Mich würde interessieren, weil es jetzt immer hier die Paare oder der Staat? Und ab und zu wird die betriebliche Ebene von Ihnen angesprochen. Wann kriegen wir Studien, welche Betriebsvereinbarung, welche Tarifregelwerke bringen welche Effekte, je nachdem, wie Kommission oder Betriebsräte zusammengesetzt sind, je nachdem, welches Bewusstsein die beteiligten Akteure dafür hatten. Für wen sich nämlich zum Beispiel Kurzarbeit wie auswirkt. Und dann könnte man ja auch das, was schon im Gesetz steht, im Betriebsverfassungsgesetz, dass man die Geschlechtergleichstellung auch bei der Betriebsratsarbeit mit berücksichtigen muss, irgendwo vielleicht evaluieren, ob das tatsächlich geschieht. Danke. Danke. Ja, das sind, also wir haben Daten, die es grundsätzlich ermöglichen, die betriebliche Ebene mit der individuellen zusammenzuspielen. Wir selber können das mit unseren Daten leider nicht. Das heißt, wir versuchen ja so ein bisschen die betriebliche Ebene abzudecken. Das ist aber sehr schwer über Individualdaten, letztlich müsste man genau Betriebsvereinbarungen zuspielen, dann zu Arrangements im Haushalt, also idealerweise auch noch Männer und Frauen. Und das ist dann in der Tat eine sehr komplexe Datenstruktur. Also da, wenn es Forschungsbedarf gibt, das wäre natürlich tatsächlich spannend zu wissen, wir bemühen uns, es ist aber gar nicht so einfach, das wirklich empirisch abzubilden. Aber genau darum geht es, diese Ebene mitzudenken. Genau. Was ergeben sich denn für politische Forderungen oder Maßnahmen? Wir haben vorhin schon in der ersten Runde klang auch das Recht auf mobiles Arbeiten an. Das wird ja durchaus auch von einigen Frauen kritisiert, weil es auch eben unter bestimmten Umständen wieder dazu führen kann, dass Retraditionalisierung stattfindet. Was sind denn aus eurer Sicht jetzt auch des WSI, der Hans-Böckler-Stiftung, politische Forderungen? Ich glaube schon auch, dass ein Recht auf Homeoffice helfen würde, aber nur unter klaren Bedingungen, also was die Arbeitszeitregime angeht und auf die Fragen der Selbstbestimmung und dass es eben ein Recht ist, aber keine Verpflichtung, dass es freiwillig sein muss und reguliert sein, dann kann das sicherlich auch helfen, aber es ist eben nicht der alleinige Schlüssel, weil ganz viele können das ja gar nicht. Ne, die können nicht, man kann schlecht zu Hause Patienten pflegen.
oder Patientinnen. Das heißt, es kann nur ein Weg sein. Ich glaube, also auch nochmal vor dem Hintergrund jetzt dieser Auswertung der Daten ist mir nochmal klar geworden, wir müssen an die Arbeitszeitregime ran. Also es geht einfach nicht. Wir müssen systematische Arbeitszeit verkürzen. Wir haben auch gesehen, wenn die Männer weniger arbeiten, kümmern sie sich ja auch um ihre Kinder. Und wir haben aber auch gesehen, dass die Männer mit Sorgeverantwortung die höchsten, also es ist auch kein neuer Befund, aber wir haben es auch nochmal gesehen, die höchsten Arbeitszeiten haben. Also mehr als Männer ohne Sorgeverantwortung. Und da müssen wir ran, weil sonst haben Paare einfach nicht die Flexibilität. Und wir müssen an die Lohnstruktur ran. Frauen verdienen einfach zu wenig. Da muss man sagen, zum Beispiel Mindestlohn, das ist natürlich nur die Untergrenze, aber das wäre was, davon würden tatsächlich mal mehr Frauen als Männer profitieren. Also, glaube ich, eine ganz wichtige Forderung, die wir jetzt auch nicht vergessen dürfen. Und dann ist immer so ein Punkt, wo ich finde, dass man exemplarisch mal diskutieren kann, was passiert hier eigentlich gerade. Also einerseits würde ich sagen, wir können davon ausgehen, der Einzelhandel, klassischer Bereich, in den Frauen arbeiten, wird nicht mehr zu Vorkrisenniveau zurückkommen, weil die Leute einfach eine andere sich angewöhnt haben, Dinge online zu kaufen. Gleichzeitig bauen wir den Ganztag aus, sehr vernünftig. Ich habe noch keine politische Forderung gehört dazu, wie dieser Arbeitsmarkt reguliert werden soll. Und das sind ganz häufig irgendwie wirklich auch so Werkverträge oder das wird an Träger ausgeliefert, das sind befristete Beschäftigungen, das sind schlecht bezahlte Jobs, ohne Qualifizierung, die total wichtige Arbeit machen, die jetzt irgendwie dafür sorgen sollen, dass die ganzen Rückstände der Corona-Krise aufgeholt werden bei den Kindern und Jugendlichen und gleichzeitig wahnsinnig viel kompensieren sollen, was sonst noch schief läuft. Aber gleichzeitig redet kein Mensch darüber, klassischer Frauenarbeitsmarkt, wie das eigentlich reguliert werden soll. Also das sind ja auch öffentliche Gelder. Ich habe noch nie gehört, dass es zumindest tarifvertraglich abgesichert sein muss in dieser Diskussion. Und da, finde ich, sieht man, was schief läuft. Also wir bauen gerade einen neuen Arbeitsmarkt auf, der einer sein wird, in dem viele Frauen arbeiten. Und wir reden nur darüber, dass es den Frauen, deren Kinder dann betreut werden, bei der Vereinbarkeit hilft. Wir reden aber nicht über die Qualität dieser Arbeitsplätze. Und das kann nicht sein. Man individualisiert damit einfach ein Problem. Ja, danke. Geld und Zeit. Ist es auch die Erkenntnis des dritten Gleichstellungsberichts? Absolut. Also wenn es um die Digitalisierung geht, in Bezug auf Geld, das wurde vorhin schon auch erwähnt, also wo es um, was muss die Gleichstellungspolitik machen? Und jetzt im Zuge der Digitalisierung wird sehr viel Geld auch ausgegeben, sehr viel Steuergelder. Und Sie ohne eine Gleichstellungsperspektive oder einen Blick, was macht das mit der Gleichstellung? Welche Auswirkungen hat das auf Frauen? Auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in den Lebenswelten. Da muss genau reingeschaut haben, Stichwort Gender Budgeting, das ist ein dickes Brett, ja, aber sie muss auch vielleicht auch endlich diese Legislaturperiode tatsächlich im Zuge der Digitalisierung auch verhandelt werden. Das ist das eine. Und das zweite ist Zeit. Und da werde ich eher aus zum zweiten Gleichstellungsbericht übergehen. Da war ich ja auch Mitglied und da ist eben die Frage von Zeit und Zeitverteilung ganz als Schwerpunkt gewesen. Und da hat man natürlich die Familienarbeitszeit im Blick. Also welche Anreizstrukturen gibt es denn eigentlich momentan, dass tatsächlich in Paarhaushalten der am meisten Arbeit, also höhere Arbeitszeit hat, wenn Kinder im Spiel sind, das ist eher der Mann. Was passiert, wenn er seine Arbeitszeit reduziert, vollzeitnah und eben die Partnerin genauso, beide vollzeitnahe Teilzeitarbeit. So dass man die Sorgearbeit dann auch eher besser oder gleichstellungsorientierter verteilen kann. Dazu gibt es keine Strukturen, keine Anreize für Paare, um das tatsächlich zu machen. Das ist das Stichwort Zeit. Und ich will trotzdem noch mal ganz kurz zu Geld gehen. Und noch was mir am Herzen liegt, auch aus dem dritten Gleichstellungsbericht, ist die Arbeitsbewertung. Das klang schon vorhin an, als ich über die Sekretariatsberufe gesprochen habe. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass in den Tätigkeitsstrukturen so bestimmte Kompetenzen nicht sichtbar sind. Das ist genauso im Pflegebereich. Im Pflegebereich wird bereits durchaus mit Technologien gearbeitet. Das
spielen bestimmte Kompetenzen eine große Rolle. Es ist das Pflegen an der Person, aber es spielen eben auch andere digitalisierungsbezogene Kompetenzen eine Rolle. Sie sind nicht sichtbar, tauchen nicht auf, und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um zur Aufwertung der Sorgeberufe auch da zu sprechen. Wir haben ja vorhin auch über die Reduktion der Arbeitszeit gesprochen, hier auf dem Panel, und da war ja die Frage, okay, das macht irgendwie in Jobs, wo es Fachkräftemangel gibt, nicht so viel Sinn. Aber es würde mehr Sinn machen, wenn sie auch mehr Geld verdienen würden. Mhm. Also dann hätten wir eventuell, aus ökonomischer Sicht würde ich argumentieren, vielleicht kein Fachkräftemangel mehr, weil es sich auch lohnt, in diesen Feldern auch zu beschäftigt zu sein. Oder weil sich dann einige dafür entscheiden, da zu arbeiten, weil vielleicht die Arbeitszeiten dann auch anders geregelt sind. Also es gibt einige Punkte, die wir dann nachher im Abschlusspanel auch noch diskutieren, und Sie sind herzlich eingeladen, sich da auch einzubringen. Ich danke erstmal ganz herzlich an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich glaube, es sind viele Themen angesprochen worden. Dankeschön. Ja. Danke. Danke auch. Wir machen jetzt eine kurze Mittagspause von einer halben Stunde. Wir sind um 12.30 Uhr wieder da, und da geht es um einen ganz konkreten Vorschlag, wie viele der Themen, die wir jetzt am Vormittag schon diskutiert haben, gesetzlich verankert werden können. 12.30 Uhr geht es hier im Livestream weiter und hier vor Ort natürlich auch. Bis gleich.